Das war eben völlig neu für uns junge Polizeibeamten, die nun die Situation erleben mussten, dass Studenten eben die Auslieferung der Bild-Zeitung in Frankfurt behinderten und eben auch mit Gewalt vorgegangen sind. Und wir haben die ersten Auseinandersetzungen gehabt. Das war auch die Situation gewesen, wo ich dann eben, ich persönlich nicht, aber unsere Polizeibeamten Cohn-Bendit und andere erlebt haben, Gebrüder Wolf und den Außenminister, die eben dort als Akteure da waren. Und bei meiner Verabschiedung in Nordhausen habe ich dann gesagt, ich habe den Außenminister als Steinewerfer erlebt in Frankfurt. Haben Sie Joschka Fischer selbst gesehen? Selbst nicht, nein. Aber von den Kameraden, die in den Einsatzabschnitten waren, war es eben deutlich. Die sogenannte Putzkolonne war dort unterwegs. Ne? Im Grunde genommen waren Sie ja in dem Alter derjenigen, denen Sie gegenüberstanden. Das war aber doch ein ganz eigenartiges Gefühl auch, oder? Naja, inzwischen war ich ja verheiratet dort und das ist dann auch eine andere Situation, verantwortlich für Familie. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Tochter und Martin war auch unterwegs dann. Und auf der anderen Seite eben viele junge Leute, die demonstrierten, die ein Anliegen hatten. Und nun hatten wir viele nachgeordnete jüngere Polizeibeamte, die das erste Mal im zweiten Dienstjahr denen gegenüberstanden. Und es flogen Farbbeutel und es waren Auseinandersetzungen mit Steinen und alles so etwas. Wasserwerfereinsatz, den wir eben anordnen mussten. Also das war schon etwas, was für mich völlig neu war zu der Zeit. Ne?